Herzlich willkommen bei Father and Son. Play for fun. Dann wollen wir mal gucken, ob ich heute alle Herausforderungen schaffe. Denn letztes Mal, das war ja nix, ne? Oh, fliegende Vögel, Konserven futtern. Die Muskellunge, großen Fischfang, Pferde aussehen. Ja, kann man machen. Kopfgeld. Nö, wird nix. Aha, der Klassiker. Ja, 20 Kadaver in 10 Minuten. Mittelgroße Tierkadaver und Versorgungsmissionen. Sammlerstücke verschnacken. Was haben wir entdeckt? Wildblumen. Oh, starken Selbstgebrannt. Getrunken, Kohle verdienen und Restlaufzeit. Ist ja quasi eine Rutsche. Und aha, Zähigkeitstonico. Also, ab in die kalte Ecke. Fangen wir damit an. Gestern habe ich ja nur eine Folge geschafft. So, mal vielleicht erstmal das Hütchen ablegen, ne? Dann geht das Frieren schneller hier. Ist hier was? Das Fragezeichen schon wieder gesehen. Also gleich das Pheromon einsetzen und abkassieren. Da wollen wir mal. Ist der schnell und später, ne? Na gut, in den Büschen ist das ja so eine Sache. So, wenn man ihn trifft, geht's auch einfach. Vielleicht noch mal eben was anderes gucken. Ah, hier ist eine Pulle. Ach ja, das ist ja auch die letzte, ne? Ja, kommt, dann machen wir hier den Umweg. Spielt ja keine Rolle. So ist auch. Für mich heute direkt nach Feierabend. Nein, direkt nicht. Da ist noch wieder ein bisschen Papierkram erledigt hier privat und dann ran an die PlayStation. Und habe auch direkt schon einen Kommentar wieder beantworten können, der freundlicherweise geschrieben wurde. Ich freue mich wirklich immer richtig drüber, wenn ich was von euch lese. Und ja, wir hier so ein bisschen quasi interagieren können. So, jetzt hauen wir uns hier den Spaß auch noch rein. Dann war ja irgendwie Konserven futtern, glaube ich, ne? Eins. Zwei. Also wirklich, der schmeißt das hier einfach so in die Natur. Oh, 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 oh.
Ach, Kinder. Was ein Stress. Ja, es gibt immer was zu tun, ne? Und es ist echt so, die Zeit vergeht hier immer so schnell. Aber es ist... Ich habe es jetzt knapp 2000 Stunden, glaube ich, drauf. Und trotzdem habe ich hier immer richtig Spaß. Die Zeit vergeht, weil es mich so fesselt. Das ist einfach schön. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal verlässliche Informationen zum dritten Teil oder so gehört? Gibt's da was? Kann man da irgendwo was nachlesen? Oder sind das alles nur Spekulationen und schöne Gerüchte? Das Hütchen mit aufsetzen hier. Denke ich, wenn wir die Schnapsflasche haben, gucken wir mal eben, wo die nette Madame ist. Wo wir schon was verkaufen können. So, apropos. Vielleicht auch erstmal was sammeln, ne? Immer Glück haben hier auf dem Weg. Ist ja schön hier, so entspannt. Ja, vielleicht treffen wir jetzt noch auf den Elchen. Dann könnte ich noch mal die Pheromone nutzen. Dann wäre das nämlich auch schon erledigt. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch sagenhaft programmiert, oder? Einfach irre. Also, das ist der Hammer. Das ist doch einfach der Hammer. Ich finde das also so detailreich. Ich finde, man kann Rockstar wirklich nicht genug loben. Also macht euch keine Sorge, ich kriege da kein Geld für. Hier wirklich alles für lau. Ja. Das ist da unten. Aber geht hier alles klar. Ja, schade, kein Elch da. Ne? Den hätte ich ja jetzt noch mitgenommen hier. Ist hier glaube ich auch nichts, oder? Hier haben wir mal was drin. Glaube ich vor ewigen Zeiten. Ach, ist doch egal. Gut. Wir können uns hier nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Schön. Die schöne Natur hier.
Was ist da unten? Ah, das ist. Nee, nicht. Da sollte ich vielleicht mal vorher was anderes essen. Express oder? Hier. Das war wieder sehr optimistisch hier. Ne? Also mein Pferd läuft irgendwie gar nicht mehr. Die Schatulle. Oh, doch mal. Uns bedienen. Oh, schwarz gebrannt. Ja, den können wir auch mal im Reinpulvern hier. Aber so gar nichts, ne? Also jetzt nichts Besonderes. Ja. Schade, schade. Na gut. Müssen ja auch nicht immer richtig hier absahen. Gespannt, wo die Schnapsflasche ist. Ich habe mal wieder vorher nicht so richtig auf die Karte geguckt. Was mache ich eigentlich hier? So, jetzt aber erst mache ich hier auf die Karte schielen. Hier. Wie man so schön sagt. Ach, die ist hier in der Hütte. Nämlich da hinten kann man so halbwegs einfach runter. Glaube ich.
wirklich sein, oder? Oh, das geht. Ah, das läuft schon. Dann jetzt noch. Also ich denke, ja, das ist hier drin. Das ist so. Karibischer Rum. Ja, schade, schade. Boah, es läuft auch schon wieder 16 Minuten. Oh! Noch eine Katze. Super. So, dann gucken wir jetzt mal. Wo ist die Madame? Suchte Person. Nee, komm, lass mal. Komm, lass. Was tun, ne? Ist jetzt die Frage. Ach. Ich würde mal sagen, wir düsen eben zur Madame. Können wir auch hier den Kadaver, glaube ich, verkaufen. Da ist ja, glaube ich, direkt auch so ein Schlachter. Den werden wir hier am Lager nicht los. Hier tickt doch was. War hier nicht mehr. Was ist das denn? Hey. Das ist ja auch nicht. Ja, wenn man nicht so weiß, wo es ist, ne? Hier tickt es schneller. Seite. Aha. Jo, das muss ich mir mal merken. Nimmt man ja mit so, ne, für Blau. Ah, sehr gut, hier geht's. Boah, 9 Dollar. Das ist auch mal eine Ansage. Aber nun gut. Ja, nix. Ach, hier ist ja gar kein Schlachter, ne? Der ist ja in den, sag ich immer so gerne, Taumelkraut. Ach komm, drauf. Ist halt so. Ja gut, dann muss ich ändern. Ist ja wenig Viehzeug hier auch, ne? Ist jetzt ein bisschen. Ist jetzt ja hier nicht so viel.
war ja super. Hop. Einfach den mit. Oder irgendwie mittlere Tierkadaver, glaube ich, ne? Hör ich da einen Fuchs? Ich muss auch noch draufpacken, hätte ich schon drei. Kadaver hier. Den Jagdwagen vollpacken, ne? Aber gut, man kann so vieles, da muss man sich jetzt keinen Kopf machen. Auf zu Madame. What a pure and gentle spirit. I do not trust you. There is something here to pique your curiosity. Also erstmal Geld verdienen. All right. What have you found? Nee, die kann man mal trinken, wenn man eine trinken soll. Habe ich denn überhaupt? Ah, ich habe letztes Mal so viel verkauft, ne? Ist ja schon schwieriger hier. Was brauche ich denn selten? Das geht schon mal weg. Not a bad find. Ich habe nur einen von. Ist das? Ja komm, Körperei hier. I pay more for the whole set, you know. Findet man doch auch immer genug. Ente auch. But the whole set is worth your while. Ah ja, ja gut. Machen wir jetzt nicht. Hau weg. Mundane, but I like it. So, haben wir die Sache schon mal erledigt. Oh, schön. Regen. So, dann würde ich sagen, zurück ins Lager und dann machen wir einen Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Kleintiere in der Tasche haben. Supplies are good. I'm a happy man. Weil ich glaube, so viele sind das gar nicht mehr. Ne? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, wird nicht so einfach. 12, 13. Ah, doch. Geht. Super. Dann können wir erstmal raushauen. Ne? I suppose this will do. Das. I'll take whatever das. I can get. Impressive. Not seen one like this before. Das denke ich auch. So, dann hatten wir wovon ganz viele. Da hatten wir 6 Stück von. Okay, dann haben wir die mitgezählt. Sind wir bei 9, ne? 10. This is good quality. Ein paar mehr. That's top notch. Good stuff. Was hab ich denn sonst noch? Beautiful. Excellent. Thank you. Hab ich die perfekte weggetan, ne? Egal. Very nice. Yeah, anything's better than nothing. Nie aufgepasst. Wo sind wir jetzt bei 18? I'm up.
abwarten hier. Oh, er duckt sich. So, 18 war richtig. Dann haben wir jetzt 19. Ja, das finde ich auch. Ich finde den Landstrich hier super. Supplies are looking healthy right now. So, 19. Komm hier. Guess beggars can't be choosers. Weg damit. Ja, da wird es jetzt wieder Zeit, ne? Ein paar Hörnchen sammeln und kleine Vögel und so weiter und so fort. Sonst wird das ja hier nichts. Ja, dann checken wir mal eben die Lage. So, fliegende Vögel, ja gut, das habe ich ja quasi gerade angesprochen, ne? Mal ein paar Vögel einsammeln. So, das, da noch welche. Versorgungsmission müssen wir eh machen. Sammler, ich denke, das werden wir hinkriegen. Das machen wir eh. Naturkundler. Auch. Und dann werden wir schon schaffen. Aber dann machen wir jetzt erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wie immer die Bitte, abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My Father and Son, play for fun.